Nein, aber hey, hallo. Finde das wieder lustig. Das ist etwa die gleiche Ebene wie mit dieser Schlagrandtour, das letzte Mal. Was machen Sie da? Ich bin eine Frau vom Samichlaus. Du verstehst, was ich meine. Ja, gehen Sie bitte ein bisschen hindern. Wer sind denn Sie eigentlich? Ich bin da der, der jetzt da sagt, was gemacht hat. Das kann doch jeder sagen. Nein, ehrlich. Also, kommt einfach einer daher. Nehmen Sie da bitte Ihre Haare mit. Das Sie, also das bisschen, finde ich so also auch noch. Können Sie jetzt da also. Und weg. Und tschüss. Und tschüss, ohne abmelden. Und dann haben wir übrigens gesagt, blutige Weiber, nicht angelegte. Damit das gerade klar ist. Können Sie gerade wegmachen da? So. Wen haben wir am Telefon? Nein, komm, ist ja alles wieder versauert. Die Reinigung wieder. Das Fernsehen zahlt noch schlecht. Wer ist am Draht? Hey! Ist niemand am Telefon? Reklamiert Sie doch mal. Ja. Unerhört. Ich bin sehr froh, dass Sie für mich das geschaut haben. Ehrlich? Eben. Ich würde mich bedanken. Das bist ja du selber, Baumi, wenn du weißt, was ich meine. Ich weiss nicht. Immer was... volle Pulle, gell? Hör mal, darf ich dich etwas fragen? Darf ich dich etwas fragen? Hast du noch nie daran gedacht, mal vielleicht mit einem Psychologen Kontakt aufzunehmen? Einfach nur so. Das, ich meine, das wäre wirklich wichtig. Das wäre ein Verhaltensorgument. Hätten Sie gerne ein paar Nüsse? Nein, ich kann es selber schon. So, wer ist am Telefon? Hallo? Hallo? Ja. Ciao, Frankie. Das ist Marc. Ja, Marc. Und? Ja, willst du mir etwas sagen? Oder hast du einfach nur einen Anrufen zum Grüezi sagen? Ja, ich wollte einen Anrufen, um dir etwas sagen. Ja, was? Dann sag es doch bitte. Ja, eben zu mir ist eben der Samichlaus noch nicht gekommen. Der Samichlaus? Ja. Den hast du noch nicht gehabt, ist ja da, ist die Frau vom Samichlaus. Nein, merci. Ein guter. Ich kann selber zwei. Tun Sie sich bitte, ja, das hat ja jeden, oder? Ist jetzt also auch keine Sensation mehr. Der Einzige, der keinen hat, ist der Osterhase. Aber der hat dafür... Gut. So, müssen wir mal ein bisschen ohne... Hören Sie, ich finde es eine schaurig nette Idee, dass Sie jetzt da sind, aber... Tun Sie doch vielleicht bitte jetzt ein bisschen hindern gehen. Wer ist am Telefon? Ja, wer ist am Telefon? Ja. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, das ist Gartmann, grüezi. Herr Gartmann. Ich wollte fragen, warum das eigentlich alle prominenten Moderatoren zum Sat 1 wechseln. Ich finde das ein bisschen schade, denn irgendwann hat es keine guten Leute mehr. Dann haben wir einfach nur noch Breiden hier im Schweizer Fernsehen und dann schaue ich nicht mehr, oder? Ja, das ist eigentlich noch eine gute Bemerkung. Ich weiss auch nicht. Wobei, wenn sie oder du nicht mehr schaust, ist es kein Verlust. Also jetzt unter uns gesagt. Ja, ich habe nur auch gelesen, dass Sie ja auch wechseln zum Sat 1. Ja, ja, ich tanze auf vielen Hochzeiten und vor allem mit verschiedenen Brüten. Das finde ich aber sehr obszön. Ich meine, wenn alle Leute würden mit verschiedenen Brüten ins Bett gehen, dann hätten wir ja einen riesen Einzug. Nein, bitte, ich habe nicht gesagt... Frau Samichlaus dorthin. Ich habe nicht gesagt... Ich habe nicht gesagt... Moment. Also tanzen und ins Bett gehen ist wohl ein Unterschied, oder? Ja, klar. Oh Gott, dann habe ich Sie falsch verstanden. Dann müssen Sie entschuldigen, gell? Aber gut, also, ja, noch zu Ihrer Frage wegen dem Sat 1. Ich habe gar keine Frage gestellt. Sie haben eine Frage gestellt. Das habe ich übrigens bekommen am Mittwoch am 10.22. Das sind zwei nette Mädels, Franzi und Karin. Die kommen von St. Moritz. Das T-Shirt. Lali. So, kann man auch mal wieder einen ernsthaften Anrufer haben? So. Es ist sehr nett, wenn ihr mir so Sachen schenkt. Schicken wir bitte keine so Brief mehr mit Küsse drauf. Müsst ihr nicht machen? Müsst ihr nicht machen, ich bin verheiratet. Das finde ich doof. So, gut. Das ist das, sind wir weg. Ja, wer ist der Nächste? Ich sehe leider nicht auf meinem Monitor, wer drauf ist. Ich habe einfach ein leeres Bild. Kannst du mir mal zeigen, das Bild vielleicht? Oder? Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, ist schwierig. Wir machen das jetzt einfach so handgestrickt. Ja. Wer ist da bitte? Hallo? Ja, hallo. Hey! Bonsoir. Ah, ja. Bonsoir. Ja. Heißt das jetzt schon grüezi oder ist das schon ein Adieu gewesen? Ist das ein Begrüssensponsor oder ein Abschiedensponsor gewesen? Ça va. J'aimerais bien ton émission. C'est très, très bien. Votre costume, vous... Ja, ich habe gerade übersetzt. Ich habe im Kameramann mal gesagt, dass Sie meine Sendung gerne hätten. J'aimerais bien votre cravate, votre costume. Vous achetez ça où? À Paris? Nein, das habe ich vom Dingsbums da. Ah, oui, très joli. Paris und Bali ist nicht das Gleiche. Beides gleich teuer, ja. Nein, also, ja.
Ja, sind Sie noch dran? Ja. Ja. Ah, oui. Mais alors? Mais alors? Avec le Père Noël. Ja. J'attends toujours les cadeaux, mais... Ich muss es gerade immer simultan übersetzen für unsere fremdsprachigen Schweizer. Es ist nicht der Père Noël, sondern der Mère Noël. Ah, Mère Noël. Ja. Elle est très belle, quand même. Ja. Oh, merci beaucoup. Ja. Comment elle s'appelle? Je m'appelle Sandra. Ah, vous êtes très fixe. Bonjour. Est-ce que vous voulez manger? Oh, hinteren. So. Und tun Sie bitte nicht so... So machen. Sie weil, wir sind nur da, eifersüchtig, weil Sie nichts haben. Nein, wir sind hier im Weitwinkelbereich rein und das, ich will das jetzt nicht. Wir haben 16 zu 9. Also, ja, Entschuldigung. Es ist wieder gut. Sie können loslegen. Wer ist dran? Hallo? Wer ist dran? Wer ist jetzt dran? Ja, wer ist dran? Ah, da bin ich. Ja, du. Also, hoi Frank, hier ist Karin. Ja, das haben wir sofort gemerkt, du bist von Bern. Ja, genau. Das ist ein ganz guter Vorschlag. Entweder Frau Hölzeler blitzartig austauschen gegen jemanden, der reden kann, oder sie blitzartig in eine Sprachschule schicken. Ich finde, Frau Hölzeler kann sehr gut reden, Entschuldigung. Ja, im Versprechen ist sie genial. Ja, sie bringt es nicht fertig, zwei Sätze ohne Fehler. Das gehört zu der Sendung, da wird viel versprochen, wo nicht gehalten wird. Das ist der Senf, oder? Sie ist aber auch keine Politikerin. Muss ja nicht sein, sie muss ja neutral sein, sie ist ja eigentlich... Also sie ist ja ganz neutral, sie macht ja einfach die Sendung. Ja, sie sollte ja Nachrichtensprecherin sein, wenn man sich für diesen Job bewirbt, sollte man können reden. Kann sie doch. Sie kann sogar reden und mit den Augenbrauen auf und ab machen. Ja, aber fehlerfrei wäre noch besser. Ja, also mit dem Augenbrauen auf und ab machen kann man ja nicht viel Fehler machen. Ja. Oder? Ja. Das stimmt auch wieder. Ja. Aber also ich glaube, wir sind doch jetzt froh, haben wir sie, weil dann nachher... Gibt es ein bisschen eine Abwechslung? Dann sehen wir nicht immer die gleichen. Nein, wenn die kommt, dann schauen wir es eben nicht. Ja, wen schauen sie denn? Der Herr Klapprot? Ja, zum Beispiel. Aber sie haben auf alle Fälle nicht. Weil sie konnte ja hinten nicht einmal sich recht verabschieden. Was ist denn Seien für ein Wort? Ist das aus dem Sense? Herr Mann, aus dem Sensenbezirk oder so etwas? Nein, das ist Berndeutsch. Ist das Seien? Was heisst denn Seien? Das ist ganz normales Berndeutsch. Und was heisst denn das? Eben Sie. Ah, Sie? Warum sagen Sie denn nicht gerade Sie? Ciao, Bella! So, den Herr Wettstein haben wir da. Rundschau zu negativen Themen. Ist das richtig? Ja, das stimmt, ja. Die Zabik zum Beispiel haben Sie wieder von dem BSC gebracht, also ich weiß es auch nicht. Aber Sie behaupten immer, Sie haben so ein höchstes Niveau dort. BSC? Nein, die von der Rundschau. Nein, das stimmt nicht. Ja. Jetzt haben wir wenigstens wieder mal einen rechten Moderator, oder? Nicht jemand, der kaum Deutsch kann, oder? Du würdest wieder mehr den Sammy Klaus jetzt hinten ins Spiel drücken, als immer leichter. Die Nein. Muss wieder bessere Gattung. Ja, das ist wieder die Ebene, oder? Es ist eben so, wir haben hier im Fernsehen haben wir jetzt einen sogenannten Famtisch. Nein. Doch, einen Famtisch. Famtisch. Und da gibt es jetzt also schon ein Merkblatt dazu. Das kann ich vielleicht an dieser Stelle mal kurz vorstellen. Famtisch-Merkblatt. Famtisch. Mhm. Und jetzt oder nie, eure Meinung ist gefragt, da gibt es einen Fragebogen. Wow. Und dieser Fragebogen ist eben interessant. Der hat so Sachen wie zum Beispiel Sachthemen wie. Ich lese das jetzt auch mal vor, oder? Oder nicht? 10 Stutz. Kostet das Ding. Rollenmuster am Arbeitsplatz. Wir können mit der Frau vom Sammy Klaus durchgehen. Mhm. Entwicklung der Gleichstellung. Who is who im Hause SFDRS? Gute Frage. Das wissen die wenigsten. Astrologie und Büroalter. Aber jetzt kommt es eben ganz gut. Zum Beispiel, ich bin schwanger, wie weiter? Das ist natürlich ein Thema, das nur Frauen angeht. Also mich natürlich nicht. Oder da, Problemlösung über den Körper. Zum Beispiel so. Er will mich nicht. Das ist unglaublich. 10 Franken. Schicken wir. Ist interessant. Also man lernt ja nie aus. Man kann ja da wahnsinnig viel machen. Also man Famtisch. Haben Sie sicher? Tun Sie noch einen Jassklopfen ab und zu. So, Herr Siegenthaler. Ja. Herr Siegenthaler, ja. Sali Frank. Sali. Sigi. Ja. Kann ich du, nicht sagen. Zuerst wegen der Sigi nicht will etwas fragen. Aber das ist ja logisch, wenn man Sigi heisst, ob man es wegen der Sigi nicht wissen. Hä? Ja, ich vergiss es. Sieg ich nicht, ja, soll ich euch schicken. Nein, wieso bringen da keine Matti-Sendungen? Matti-Sendungen? Ja, kennst du Matti? Ja. Was gibt A plus B im Quadrat?
Das muss etwas mit, das ist sicher, ist das nicht der... Du, A Quadrat plus B, 2AB plus B Quadrat. Vom Kubilei Kyrkylats im Quadrat, ist das nicht der? Kennst du Pythagoras? Pythagoras, das ist der GC Libero. Ja genau, nein? Ganz genau, du sagst es. Du, ich weiss es nicht, das ist C hoch 4, C hoch 4 gibt es vielleicht. Ja, genau. Also 2 mal 2 gibt ja 4, das müsste C hoch 4 sein. Ja, dann hätten wir einen Herr Schirdi, ist das richtig? Das ist Musikantenstadel, dann würde es mir natürlich auch ablösen, ist klar. Herr Grob. Herr Grob! Hallo? Ja! Bist du da? Ja, ich bin immer da. Ich sitze ja da. Mich sieht man ja. Hallo, ist der Bruno Gnos? Gnos? Morgen, ja. Jawohl. Ich hätte Was ist los, Gnos? Hä? Was ist los, Gnos? Was ist los, Gnos? Ja. Ich hätte gerne wieder mal einen Römerfilm. Hä? Vive la France! Vive la France. Römerfilm. Ja, ja, sehr Wir haben schön. Immer Römerfilm da, für jeden Notfall. Ah, super! Und die werden gehalten, wie beim Schweizer Fernsehen, die Jungs. Da. Das ah, hat man super! Sie. So machen die das. Du! Ja? Ich habe ein besseres Schwein daheim. Wie heisst sie? Hä? Wie heisst sie? Emma! Hast du gehört? Ja, ich habe es gehört. Ein Pfeifschwein. So, also, wir hätten hier eine Frage zum Thema Sport. Ich hätte auch mal ein bisschen seriös. Jetzt können da, es ist immer ein bisschen Beschwerden, sind da eingereicht worden. Dass es zu wenig seriös ist. Ich will jetzt mal seriös über Sport reden. Mit wem rede ich bitte? Hallo. Ja. Häusler. Herr Häusler, ja. Ja. Ich habe eine Frage. Warum bringt man am Fernsehen den Tag schon nicht mehr Sport? Ja. Das ist eine gute Frage. Heute haben wir doch viel Sport gehabt, nicht? Ja, es geht. Es hat ein bisschen mehr positiv, statt nur immer negativ gebracht werden. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Goal rein, Goal raus, Goal rein, Goal raus. Eins Goal am anderen, oder wie? Nein, nicht nur immer nur ein Scheissdreck vom Ausland gebracht werden. Ein bisschen etwas schlau. Ja, was heisst ein Scheissdreck vom Ausland? Ja, also, ist nur immer vom Ausland ballert. Das ist doch langweilig. Ja. Ja gut, aber es ist immerhin Sport. Sport ist langweilig, oder? Ja, nicht nur Sport. Es sollte gescheiter ein bisschen mehr Sport als ja, Bericht vom Ausland bringen. Mehr Sport als Sport vom Ausland? Dummkeit. Ja, also ich glaube, wir kommen da selber nicht ganz aus. So, jetzt Herr Müller, können Sie vielleicht etwas Seriöses sagen? Kann ich. Ja, bitte. Ich glaube, Sie werden hier das Hören Sie mal, sind Sie von außen im Sturm? Nein. Man hört Sie gar nicht. Was ist auch los mit Ihnen? Um Himmels Willen, probieren Sie es doch mal. Kaufen Sie sich doch mal ein anständiges Telefon. Müssen Sie nicht immer den billigsten Grümpel einkaufen. Mark. Boy, you are hungry. Hallo. Oh, danke. Ja. Mark, was ist los? Ja, lass mal. Ursula Hürzler. Da. Die Fehler, ja. Die sie immer macht, das ist eine Katastrophe. Nein, das macht sie absichtlich. Nein, das ist völlig ein Heich. Du kannst doch nicht brauchen. Hol doch den Eckenberg wieder zurück. Das war jetzt aber wirklich eine frauenfindliche Bemerkung. Nein. Ich meine, wir stehen dazu, dass wir die einzige Sendung sind, die durch und durch frauenfindlich ist. Aber, ja, aber, der, aber ja. Das ist jetzt also noch politisch unkorrekt. Lass ich jetzt, das ist eine andere Frage. Ja. Was ist eigentlich für eine Steckdose hinten an deinem Sessel? Hey! Hey! Gell, der Junge, pass auf! Ja, das kann ich erklären. Noch mal ein bisschen auf die Seite gehen. Diese Steckdose hier, das ist... Eine Steckdose, die zum Original Heiri Müller Chair gehört. Das ist nämlich der Heiri Müller Chair. Das ist der Stuhl. Ja, leck, schau mal. Das ist der Stuhl, den Heiri Müller hat, wenn er seine Tagesschau macht. Ah ja. Und dafür macht er keinen Fehler. Nein, da kommt hinten Strom rein und darum macht er immer, wenn er redet, so. Ja, das ist mir nie aufgefallen. Er macht immer so. Das ist der Strom. Und ich habe jetzt keinen Strom drin, darum kann ich so ruhig sitzen. Genau. Aber darum hat Ursula Hürzler immer ihre Augenbrauen, die sie zieht. Ja, aber es ist nicht. Die hat nur Schwachstrom. Du, lass einmal, und was ich noch will sagen. Ja, mach's aber ich kurz. Ich mach's kurz. Ich finde die Sendung super gut, sie ist sehr kurz, aber in der letzten Zeit ein bisschen sexistisch. Schau, wir machen es so. Du zuerst mal lernen, wie man sexistisch ausspricht. Und du bitte nicht sexistisch mit sexuell verwechseln. Könntet ihr übrigens mal einen Samichlaus-Vers uns schicken, wenn ihr wollt? Sportübertragung. Ja. Können wir das I love this pork. Wir essen gar kein Schweinsfleisch. Gar kein Schweinsfleisch. Das bitte... Nein. Es ist unmöglich. Ich kann mich nicht konzentrieren. So. Da haben wir übrigens... Da haben wir jetzt etwas ganz Interessantes. Ein Brief vom W. Albrecht. W. Albrecht von Wiesendangen.
Der W. Albrecht ist der Meinung, mit meinen 83 Jahren und nach meiner Meinung nach wachen und normalem Verstand kann ich nicht verstehen, dass sie so eine blöde Sendung machen. 83. Der schaut sich das noch an. Der checkt es mit 83 immer noch nicht. Mann, haben wir hier noch Karten bekommen vom Herrn Truffer. Herr Truffer, der hat geschrieben, trotz Loch im Berg fehlt mir der Durchblick. Wer spricht endlich mit meiner Frau? Nobody else. Ja, wie wollen wir da, können wir ihm ja auch nicht helfen, oder? So, Herr Seemann, oder Herr Truffer, bringen Sie mal die Frau vorbei. Wir hätten dann vielleicht, auf Ostern hätten wir wieder einen Job frei da. Mit dem Säule? Es ist wirklich, so geht es ja nicht. Das ist ja völlig schwierig. So, wir haben ja Samichlaus vor der Tür. Könnt ihr uns einmal ein Samichlaus-Sprüchli schicken? Ich hätte hier eins schon. Wer kommt denn her mit Schnauze und Bart? Es ist der Onkel Eduard. Trotz roter Samichlaus-Montur kennt man noch den Rolex-Uhr. Die schwarzen Lederstiefel sind vom Bali, der Duft vom Job, den kennen alle. Sein Nattel D klemmt da den Filz im Porsche hinter dem Schalensitz. Jetzt steigt er raus und ruft daran, der Samichlaus ist wieder da. Das sind eben die modernen Gedichte, die wir so zugeschickt bekommen. Wenn ihr eins schicken wollt, macht das. Tun Sie uns faxen. Wir werden es vorlesen. Die Faxnummer ist einblendet. So, Herr Simon, Sie haben den Samichlaus-Spruch. Ist das richtig? Saletti, da spricht der Samichlaus. Salamichlaus. Hoi, Franky Boy. Ventile hoi. Du bist halt schon ein arrogant bissiger Zürichlei. Und sicher fieser als die Verstecktkamera vom Televoi. Wie lang bleibt dir das Publikum wohl noch treu? Deine Sendung ist nicht mehr so glatt. Es ist auch nicht mehr so neu. Pass auf, sonst wirft man sie bald vor Zeu. Das ist richtig. Toi, toi, toi. Trocken, das ist ja noch etwas Versöhnliches. Und schon aufgehängt. Ja, Herrschaft. Herr Stöckli. Oh. Ja, da ist Frau Stöckli. Sind Sie Frau vom Stöckli? Ja, genau. Ich habe mal etwas zu sagen wegen der Frau. Wie heisst sie, die Tagesschau-Sprecherin? Kennt niemand. Nicht. Schaut niemand, kennt niemand. Katja Stauber. Nein, die andere. Die ich so gerne schaue. Wer schaut sich gern? Frau Hürzeler. Frau Hürzeler? Ja. Jawohl. Oh. Man sollte mal aufhören, die Frau so blöd abmachen. Das sage ich jetzt die ganze blöd. Zeit. Genau. Ja. Da bin ich mit Ihnen total einverstanden. Und ich frage mich, muss die Schweizer Fernsehen so fest sparen? Ja. Wissen Sie warum? Nein. Dort hinten der Samichlaus. Ich habe gemeint, die Nachtarbeit für Frauen sei nicht akzeptiert worden am letzten Wochenende. Das ist um Nachtarbeit gegangen. Darum ist sie jetzt angelegt. Es ist nicht Nachtarbeit, es war Nachtarbeit. Übrigens, ich finde es noch interessant, dass wir jetzt sie überhaupt im Studio haben. Ich bin ja zuerst auch dagegen. Die Frau von Samichlaus, man überlegt sich immer, was macht er im Wald das ganze Jahr durch? Der hat am 6. Dezember das zu tun, dann hat er nichts mehr zu tun. Warum sieht man ihn nie, wie er im Wald hockt und rammelt, der Hund? Doch immer das Gleiche. Herr Amaka, stimmt das? Amantea. Ah ja, gut, Amantea. Jawohl. Also ich habe drei Wünsche. Oh. Der erste Wunsch wäre also ein Weihnachtsgedicht, also ein Samichlaus-Gedicht. Von wem? Jawohl, darf ich das sagen? Ja, gern. Gern. Samichlaus, du alter Knochen, hast mir das Velo versprochen? Hallo? Ja, gut, ist mir... hä? Ist nicht schlecht, er hat nicht einen Aargauer Einschlag. Nein, ich habe Aargauer überhaupt nicht gern. Und ich finde es auch fies von Ihnen, dass Sie so frech sind zu der Aargauer manchmal. Also das habe ich dann gar nicht gern. Ja. Obwohl ich sie auch nicht so gern habe, aber das hat nicht mehr Sinn zu tun. Ja. Der zweite Wunsch wäre, haben Sie etwas mit Nein. dem Ist da der Frank Baumann? Wie? Jetzt kommt der Samichlaus. So, Herr Frank, bist du brav gewesen? Moment, jetzt ist Ruhe. Da am Fernsehen, die heisst, Moment ist Ruhe und der Samichlaus hockt ab. Ja. Und sofort abhocken. Ja. Da ist ja mein Mann, hoi. Samichlaus, hock ab. Und dann mit diesen dreckigen Stiefeln, was ist denn das? Ja, dreck. Hat es ihm überhaupt völlig ausgehängt? Oh. Völlig verwahrlost. Komm, vergiss es. Ich muss jetzt mit zwei Mundtagen. Nein, jetzt ist eine Frechheit zu etwas. Ja, Entschuldigung. Danke. Also aber jetzt schnell der zweite. Der dritte gibt es nämlich nicht. Der dritte kommt nachher. Zweite Wunsch. Haben Sie etwas mit dem Samichlaus in der Innen?
Ich kann, mit dem Sammy Klaus habe ich sicher nicht. Also mit dem weiblichen Sammy Klaus? Auch nicht. Nicht. Gut, nein. Dann hätte ich eine Frage an das weibliche Sammy Klaus. Ja. Ob sie mal Zeit hätte. Ein wunderschöner. So, Ruhe, Ruhe. Nichts, also, nichts, er hat gesagt, die Sendung gefallen. Setzen Sie wieder ab. Lili und Philipp Koch vom Moosweg von Frauenfeld haben dir rot, gelb, schwarz, graue Krawatte geschickt. Und ich muss sagen, ich bedanke mich, aber es ist auch nicht besser als die, die wir schon haben. Und darum geht sie jetzt gerade wieder in einen runden Ordner. Da haben wir schon ganz viele Sachen drin. Da ist auch der Frauenstammtisch drin. Herr Lüscher! Herr Lüscher, Sie sind dran. Herr Lüscher. Ja? Jawohl. Grüß dich. Ja. Hallo, Volmi. Jawohl. Ist alles bis jetzt, stimmt alles. Kann ich schon mal 5 Punkte geben? Ja, also ich wollte über die Tech-Kultur vor der Schweiz diskutieren. Ja. In einer kurzen Talkrunde. Ja. Und wie lange werde ich Talkrunde etwa? Ja, ich schätze das jetzt auf ca. 2 Minuten 30 Sekunden. Gut, ich bin froh, haben wir darüber reden können. Es war auch sehr eine interessante Talkrunde gewesen. Gerade über das Thema Essen wird viel zu wenig diskutiert am Fernsehen. Andi, du meinst, es gibt zu wenig Sport? Oh, Frau Andi. Jawohl. Frau Andi? Dani Frankli. Mhm. Frau oder Andi oder beides? Ich bin der Böbeli vom Meisenweg. Aha, gut. Darf ich mal dich fragen, was du eigentlich für eine Rolle spielst? Oh, gar keine. Ich bin einfach da der, der eure Anregungen entgegennimmt. Aber findest du dich lässig? Wo sich das ganze Zeug muss anhören, was da reinkommt die ganze Zeit. Ja. Also ich muss jetzt sagen, er ist lässig. Ich kann es bestätigen. Ja. Haben Sie es probiert? Nein, noch nicht. Er lässt mich nicht. Ja, das ist, er ist halt schon ein ohnmächtig. Sie sind ein bisschen hartiger, gell, Frankie Boy? Ich? Ja. Ich bin immer noch ein Böbeli vom Meisenweg. Ja, ich habe ja ein wunderbares Gedächtnis, aber es ist jetzt wirklich noch nichts Richtiges rausgekommen. Ich muss leider jetzt abbrechen. Da. Herr Ineichen. Herr Ineichen. Tun Sie schön brav laut geben. Herr Ineichen. Sagen Sie etwas. Tun Sie nicht nur laut schnaufen. Da haben wir immer das Gefühl, was hockt er da hinten rum? Ich habe gesagt, Schuhe putzen. Ja. Und nicht gar kein Widerrede. Das ist unglaublich. Ah. Also, es ist nicht mehr wie früher, aber es ist typisch für Schweizer Fernsehen. Die Sendung ist jetzt also genau so eigentlich der Spiegel von dem, was wir uns sonst die ganze Zeit anschauen müssen. Herr Meier, Sie haben noch ein Problem wegen dem Kassensturz. Ist das richtig? Nein, das ist falsch. Das ist komplett falsch. Ja. Ich wollte dir einfach sagen, wir kommen so einen Hohlkopf wie du zum Superhirn. Was, ein Hohlkopf? Ja. Ich habe das Walliser Deutsch nicht recht verstanden. Sie bezeichnen sich selber. Du hast weder Französisch noch Walliser Deutsch. Was kannst du überhaupt? Du kannst nichts. Ja, darum bin ich ja da. Das ist eigentlich typisch für die Leute im Schweizer Fernsehen. Das sind alles wenige Leute, die nichts können. Die da sind. Herr Müller. Heidi Müller. Nein, der Herr Blaser. Heidi Müller hat etwas gegen... Nein. Hallo. Herr Blaser hat etwas gegen Heidi Müller. Hallo. Ja, nicht hallo. Sag. Willi ist da. Ja. Frank. Ich finde das eine absolute Gemeinheit, was du vorhin gemacht hast. Du musst nicht ein Heidi Müller, der sich Mühe gibt und ein super Sprecher ist am Fernsehen, so runtertun. Oh, ich kann nicht gar nicht runtertun. Ich habe gesagt, du hast eine Steckdose. Es hat eine Steckdose hinten an seinem Stuhl und darum die wir immer happern. Probier doch du das einmal, Er tut gar nicht happern, er tut hoppeln. Ja. Er tut so hin und her hoppeln, das kann jeder sehen. Aber das ist ein super Sprecher. Absolut. Aber warum ist es super? Weil er den Strom hinten rein bekommt. Das ist eben der Grund. Da haben wir noch einen Herr Bitzi. Ist das richtig? Herr Bitzi haben wir nicht gehört. Das sind immer alles so da. Meine Frau hat gesagt, oder? Nein, ihr. Frau hat gesagt, und dann unrasiert. Nein, hört doch bitte auf. Darf ich aber Säule mitnehmen? Ja, nehmen Sie Säule mit und ziehen Sie dort hinten. Dann haben wir da noch. Also, wir haben ja ganz viele negative Briefe bekommen. Ich weiß es gar nicht, warum die negativen Briefe, aber das ist ein guter. Du hast dein Ziel erst erreicht, wenn es dir gelingt, dich so schnell im Kreise zu drehen wie ein Ventilatorflügel, bis er unsichtbar wird. Mit Leiben grüßen dein Bewunderer aus Herisau. Ismael von Herisau, Adolf Hauser, Philalet. Ist der, weißt du, was ein Philalet ist? Philalet. Weiss jemand, was ein Philalet ist? Philalet. Wisst ihr, was ein Philalet ist? Nee. Also? Der gibt's gar nicht. Der Philalet gibt's gar nicht. Ja. Da haben wir den Pino. Ja. Pino, Frankie.
Bino, jetzt nicht überreagieren. Ich verstehe es, dass du dich freust, dass du am Fernsehen kommst, aber du jetzt nicht überreagieren. Ja. Ich würde ein bisschen mehr Karatefilme bringen. Karatefilme? Ja. Mach mich nicht fertig hier. Ich fehlen nur noch Abfahrerfilme. Da haben wir etwa das ganze Programm durch. Nicht so ein pure Filme. Wie viele Frauen hast du im Hintergrund? 10. Ja, Frankie. Also das reicht natürlich gar nicht. Vor allem tönen die 10 wie eine. Ruhe. Herr Frey. So, jetzt bin ich gespannt. Herr Frey. Sie haben etwas zum Thema Ansagen, dass man die Ansagen neu machen sollte, zum Teilen. Ist das richtig, Herr Frey? Ja, genau. Können Sie es ein bisschen präzisieren? Warum? Ja, also ich finde eigentlich das Einzige, was man am Schweizer Fernsehen schauen kann, ist Ventil. Und sonst schaltet man ja schon bei den Fernsehansagen ab, weil ach, man sieht einfach mal die Leute. Ich meine, die eine ist jetzt sicher schon 15 Jahre. Gut, ich weiß nicht, wie lange gibt Schweizer Fernsehen? 15 Jahre? Schweizer Fernsehen gibt es schon ganz lang. Schon ganz lang. Nein, es ist eine Katastrophe, weil die meisten stellen schon ab, wenn er eben die Fernsehansagen. Ja, hören Sie, ich gebe Ihnen jetzt einen Tipp. Sie müssen die Fernsehsendungen so schauen, wie, es, wie Sie das Ventil schauen. Als Ventil versteht man gut, die meisten Schweizer verstehen das. Ja, aber schauen Sie mal einen Sepp Trütsch an. Der ist gar nicht so weit weg von unserer Sendung. Nicht weit weg. Der hat einfach das Ventil noch nicht gefunden. Darum ist er so ein bisschen eher. Nein, auf jeden Fall. Also ich finde es gut und es wundert mich zwar nicht, dass so viel Kritik heute Abend und so, aber es ist Weihnachtszeit. Ja. Machen Sie es so weiter. Danke vielmals. Ja, die Leute sind natürlich auch undankbar. Herr Vetter, Sie haben eine Frage wegen dem 6-Tage-Rennen. Jawohl. Jetzt ist das 6-Tage-Rennen in Zürich im Gang, oder? Ja. Das einzige 6-Tage-Rennen in der Schweiz. Ja. Wieso bringt der Schweizer Fernsehen nichts davon? Ja, weil dort ist natürlich alles gefaked, oder? Also das heisst, es ist alles geschmiert. Da weiss man genau, der Freuler wird gewinnen. Irgendwie wird man Freuler gewinnt sicher nicht. Dort tut man unter dem Sauerstoffzelt führen schleppen und dann pedalen im Kreis. Aber es ist alles gestellt, da weiss man im Voraus, wer gewinnt, oder? Wer fährt denn? Fährt der Hübner wieder? Sie von meiner Frau. Auch, ja. Der Hübner wird gewinnen. Das ist möglich. Entschuldigung, jetzt hauen Sie doch mal da hinten! Der tut ja, wie wenn er ein Klaus wäre. Ist doch auch einer, der mit seinen langen Haaren umpflegt, obdachlos, er nimmt wahrscheinlich noch Drogen. Ja, ja. Ja, ja. Da wahrscheinlich noch Insulin und so Zeug. Sag's ihm nur. Der, und Sie hocken jetzt auch ab mit Ihren Töfflampen und so sofort. So, Frau Rhein. Oh, jetzt kommt aber etwas Gutes. Frau Rhein, ich bin mit Ihnen einverstanden. Sicher? Frau Rhein, sagen Sie das jetzt mit dem Literaturclub. Jetzt oder nie. Du, ich glaube, das stimmt eben nicht. Der Schweizer Fernseher ist nicht in der Lage, mir einfach mal einen Anrufer aufs Ohr zu geben. Kannst du mir mal etwas sagen? Sag mal, grüezi. Grüezi. Da in der direkten Kommunikation geht es, aber sobald die Elektronik im Spiel ist, geht es nicht. Wo ist jetzt die Frau Rhein mit dem Literaturclub? Die hat mich jetzt interessiert. Frau Rhein, Herr Schenker. Hallo, Frenzi. Ja, immerhin. Ich wollte fragen, ob du Nekrophil sagst. Nekrophil? Aha. Ich bin ein Anthropophag. Aha, sagst du etwas, aber Sie hinten dran ist bestimmt Scheintod. Hä? Sie hinten dran ist bestimmt schon Scheintod. Nein, nein, nein. Ja, sie lebt natürlich auch mit so einem zusammen, oder? Da baust du ab, oder? Aha. Der sieht. Es ist eben das sogenannte Waldsterben, oder? Der sieht nur so aus wie einer von der ZZ Top, ist er aber nicht. Oh, da, dann. Die von der ZZ Top haben jetzt nicht mehr Lederklamotten drunter an, aber da hat die bei ihnen gar keinen Platz mehr. So, Frau Bühlmann, was ist los? Bühlmann, Rosmarie. Rosmarie? Lose, ich habe schon mal wegen Bodyguard etwas gefragt. Und wo hast du ihn eigentlich? Hey, ist er unter Kleus gegangen? Wo ist der Bodyguard? Genau. Ist er unter Kleus gegangen? Er ist der Schmutzli, glaube ich. Lass gerade hin, ich hätte ihn dringend nötig. Ich wäre froh gewesen. Genuss, den du hast. Ich habe ja auch nichts dafür. Mache ich das Genuss selber? Ich hocke die ganze Zeit am Tisch und mache überhaupt nichts. Ist ja chaotisch. Eben. Nein, nein. Sag, bist du wahnsinnig? Das ist was trinken. Chaotisch. Ja, siehst du schon. Schaffen dort hin, weil die Schuhe sind noch nicht geputzt. Hocken da wie die Ölgötze. Jetzt hocken sie ab. Haben Sie das Gericht mitgebracht, das Fäsli? Nein, ja. Gut. Herr Frau. Also und Sie hocken auch wieder hinten. Durst, das ist ja schlimmer. Das ist ja schlimmer als das Knie. So, Herr Ulrich, ja, Sie hätten eine Frage gegen Herrn Turnherr. Herr Ulrich! Herrschaft! Ich tue vielleicht dem Herrn Ulrich Unrecht, weil er will wahrscheinlich etwas sagen, aber man kann es einfach nicht. Das ist PTT, seit die da so halb privat sind, klappt das alles nicht. Herr Schocker, Sie wollen etwas sagen. Geht auch nicht.
Hallo Lümmeren. Lass mich mal überraschen. Machen wir es doch einfach so, wenn jemand mal auf dem Sender ist, kann ich dann etwas sagen, etwas nichts. Da habe ich jetzt einen interessanten Brief. Was ist jetzt mit dem Sprüchli los? Was meinst du eigentlich mit dem neuen Hausführer? Jetzt. Ruhe. Was ist mit dem Sprüchli? Wie geht das Sprüchli? Heile Meile Weile. Manchmal muss ich weinen. Ja, nein, bitte machen wir nicht fertig. Ja. Sammy Niki Nacki hinter dem Ofen stehen. Ah, Roberto, ja. Am Telefon sollte jetzt Roberto sein. Ja, ich bin da, ja. Ah, dann tönt doch bitte etwas sagen. Das ist ja nicht gut, wenn er nichts sagt. Oder können wir ja nicht vom Fleck. Eben, ich habe Dings geschaut, da. Champions League. GC, Stoss, hast du gemerkt? Ja. Ich hätte lieber deine Sendung geschaut, das war viel besser als der Match. Ja, das kann ich jetzt von mir nicht behaupten. Ich habe den Match eigentlich noch ganz gut gefunden. Es ist nur schade, sie haben die falschen Goal gemacht. Ja, nein, kannst du das nicht zeigen. Das kannst du jetzt nicht zeigen. Hm? Mama. Und Hans? Hans? Was Hans dort im 16er rein? Nein, das war kein Hans. Das hast du gesehen. Das ist Hans. Natürlich. Dann haben wir einen Brief bekommen an Markus Stöckli. Ich meine, so geht es ja auch nicht. Einerseits schreiben wir den Brief an Schellenberg und dann an Stöckli und Kurhotel Heiden. Patienten vom Kurhotel Heiden schicken. Macht doch etwas anderes. Hockt doch im Hotel und tönt Birchenmüsli essen oder irgendetwas. Schaut, dass ihr oben runterkommt und schickt nicht so dumme Briefe in der Welt umeinander. Hängt es einem ja aus. Sami Klaus, was ist jetzt mit dem Gedicht? Ja, ich habe doch etwas probiert vorher. Darf ich sagen, ja. Sami Niki Nacki hinter dem Ofen stecken, gib mir Nuss und Bier, dann können wir hinterführen. Ist doch herzig. Ja, ist das herzig. Ich finde es auch. Frankie Boy, du musst mich ein bisschen loben. Ist für die Füchse. Dann sag ich dir, I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Also, wie spät haben wir eigentlich, wenn wir fertig machen an dieser Stelle? Hört, wir sehen uns am 20. Januar wieder. Wir haben am 15. Januar, sagt man gerade mein Ohr. Wir haben den Vertrag verlängert. Ja sicher, wir sind noch ein ganzes Jahr, werden wir euch zu Schnecken machen, bis sie nicht mehr mögen zu Hause. Und gerade die Alten, die werden das wahrscheinlich gar nicht durchstehen. Aber ist ja eine Sendung für die Jüngeren, oder? Und stellt doch auch ab, jetzt. Drückt das Knöpfchen, drücken, abstellen. Komm. So. Weg. Eine Sendung für die Jungen, oder?